Herzlich willkommen bei Fersengold TV. Wir drehen heute das Making-of unseres Videos Tod und Trubel. Und wie ihr seht, habe ich eine sehr ausdrucksstarke Performance-Szene drehen lassen. Wenn die Schönheit des Friedens welkt, tanzt der Tod in dem Blut. Wir drehen einen Film. Und zwar zum Stück Tod und Trommeln. Und das ist die aufwendigste Musikvideoproduktion, die wir je gemacht haben. Wir haben hier den Tod, der gerade über das Soldatenfeld läuft. Und das sieht echt krass aus, muss ich sagen. Allein da hinten jetzt Ike und Sean so liegen zu sehen, das ist schon beängstigend. Tod, sprich nicht mit mir. Donnernde Trommeln im Wind, die das Lied des Todes singen. Donnernde Trommeln im Wind, die in unseren Ohren klingen. Das ist ein Lied, wo wir uns mit Krieg auseinandersetzen in der Band. Ein immer aktuelles Thema leider. Wir haben die Idee gehabt, dass wir das gerne sehr künstlerisch darstellen möchten, das Ganze. Und ein quasi Antikriegslied zu schreiben. Und der Grün-Gold-Club, ja, die haben Lust gehabt, mit uns zusammen das Video darzustellen und stellen halt die Kampfhandlung in einem Krieg und thematisch zum Text passend in Tanz dar, so wie das ja auch schon seit Jahrtausenden irgendwie in menschlichen Kulturen gemacht wird, dass im Tanzkrieg dargestellt wird. Und so versuchen wir das ganze Thema, ja, sehr, sehr besonderen und starken Ausdruck zu belegen und hier halt ein Musikvideo zu drehen, was die Welt noch nicht so gesehen hat. Und wir haben uns dann entschieden, mit Kunstfilmen zusammenzuarbeiten, die das ganze Konzept nochmal verfeinert haben. Und ja, wir sind jetzt heute hier und drehen mit uns zusammen. Während um die Trommeln hallen, donnernde Trommeln im Wind, die das Lied des Todes singen. Donnernde Trommeln im Wind, die in unseren Ohren klingen. Aber die Körperbeherrschung auch krass. Die ganze Zeit Gänsehaut beim Zuschauen. Ehre und Vaterland. Wir dachten, es ist eine coole Erfahrung, mal was Neues. Und wir freuen uns immer mal hier in Bremen besonders, uns gegenseitig mit Künstlern zu unterstützen. Es ist viel aus dem spanischen Stierkampf tatsächlich ein bisschen inspiriert. Sie, aber es gibt irgendwo auch einen Balance zwischen Gewalt und Tanz. Weißt du, das finde ich schwer. Wir arbeiten hier mit einigen der besten Tänzer Deutschlands zusammen. Und es ist der Wahnsinn, was sie da, wie die wirken, was sie für eine Körperbeherrschung haben, wie die tanzen, wie die miteinander umgehen. An Jungs, abgesehen von mir, trommeln halt in dem Video und wir stellen sowas wie Kriegstreiber dar. Thank you.
Es ist übrigens das aufwendigste Musikvideo, was Fierce World jemals produziert hat. Es ist auch das teuerste Video, was wir jemals gedreht haben, mit Abstand. Wir haben da viel Herzblut drin in der Geschichte. Und deswegen ja, erwarten wir halt auch Großes. Und es freuen uns riesig darauf, das Video zu veröffentlichen. So ihr Lieben, das war's mit dieser Woche Fersengold TV. Wir bauen hier gerade den Proberaum ab und bereiten alles vor für den Saisonstart in Rastede. Und gleichzeitig haben wir ja auch noch ein Riesending anzukündigen für diese Woche. Der offizielle Vorverkaufsstart bzw. Pre-Order-Start fürs neue Album ist jetzt gestartet, letzten Freitag. Und ihr könnt jetzt lautes Gedenken, was am 3.11. erscheint, als Fanbox und als CD überall vorbestellen. Also greift unbedingt zu und hört doch mal in unsere neue Single Tod und Trommeln rein. Die ist seit ein paar Wochen online und überall als Video, als auch als Stream verfügbar. Würde uns sehr freuen. Lasst uns gerne ein Like da und einen kleinen Kommentar unten, ob euch die Songs oder der neue Song gefallen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche bei Fersengold TV. Bis dann.